Moin moin Freunde, herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video des Jahres 2021. Heute soll es gehen um meine 5 beliebtesten Add-ons in Elder Scrolls Online, die ich euch ohne Probleme weiterempfehlen kann. Viel Spaß! Jetzt ist natürlich erstmal wichtig, dass ihr euch erstmal die Möglichkeit holt, euch Add-ons runterladen zu können. Das Ganze macht ihr, indem ihr einfach ins Internet geht und gebt einfach Minion ESO in Google ein. Kommt dann hier auf die Seite, ladet euch das Programm runter. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr Minion runtergeladen habt, startet das beim ersten Mal als Administrator, sonst kann sein, dass es diese Datei nicht findet, und zwar die Elder Scrolls Online Datei, beziehungsweise für die Add-ons. Gab schon öfter die Probleme, auch bei mir im Stream, also von daher einfach das erste Mal als Administrator öffnen. Dann müsst ihr einen Pfad angeben. Dieser Pfad ist im Normalfall unter C-Users dann im Endeffekt euer Ordner Dokumente, Elder Scrolls Online Live und Add-ons. So, und dann kann der Spaß eigentlich schon losgehen. Ihr seht jetzt hier meine installierten Add-ons. Wir haben dann hier Find More, könnt ihr dann im Endeffekt eure Add-ons eingeben. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das erste Add-on, was wir uns anschauen wollen, ist das Bandits User Interface, dann gebt ihr das dann hier einfach unter Find More ein und drückt hier auf Install. So, weiter geht's dann direkt in Elder Scrolls Online. Und zwar schaut ihr dann, sobald ihr das Spiel dann neu gestartet habt, geht ihr einmal auf Erweiterungen und drückt schon mal hier oben auf veraltete Erweiterungen erlauben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es sein kann, dass manche Add-ons im Endeffekt schon länger nicht mehr geupdatet wurden und dass das Ganze halt im Endeffekt dann auch einfach funktioniert. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier reinschauen, Bandits User Interface, angenommen, das sollte bei euch rot sein, ja, könnt ihr hier mit dem Pfeil nochmal nach unten drücken. Und dann kann es sein, dass hier irgendwelche Libraries kommen, die noch fehlen. In dem Fall ist jetzt keins da. Ich zeige es euch am besten mal hier bei Combat Metrics. Das ist auch ein Add-on. Da geht es halt im Endeffekt um Schadensaufzeichnung und solche Geschichten. Habt ihr dann hier benötigte Erweiterungen. Und wenn jetzt hier zum Beispiel, also wenn Combat Metrics jetzt zum Beispiel rot ist, dann fehlt euch hier eine Library. Angenommen, es sollte jetzt zum Beispiel Lip Combat fehlen, dann geht ihr im Endeffekt einfach wieder in Minion rein. Dann lädt das Ganze wieder und gebt dann einfach die Library ein, die halt in eurem Beispiel jetzt zum Beispiel fehlt. Ja? Lip Combat, so, dann geht ihr einfach rein, gebt hier einen Lip Combat, zack, drückt auf Installieren, alles ist gut. Kleiner Tipp noch am Rande, ihr müsst nicht jedes Mal ESO neu starten, sondern ihr geht einfach in den Chat, den seht ihr jetzt bei mir nicht, weil ich da gerade drüber liege, und gebt in den Chat ein /reload UI. Und dann lädt das ganze Spiel einmal neu und eure Add-ons sind im Endeffekt schon installiert. Was eventuell auch noch eine wichtige Geschichte ist, sind die Einstellungen generell. Ihr seht jetzt hier bei mir, ich habe zum Beispiel hier unten meinen Mundusstein angezeigt, verschiedene Buffs, ESO Plus Mitgliedschaft, Buffwood und so weiter. Und diese Einstellungen zeige ich euch auch einfach mal, wie ich die bei mir persönlich habe. Und zwar geht es eigentlich schon mal rein beim Spielablauf. Ja? Hier seht ihr im Endeffekt die Bodenflächen. Wenn ihr irgendwie eine AOE-Fläche oder irgendwas abbekommt, könnt ihr hier die Farbe ändern. Könnt dann hier auch die Helligkeit einstellen. Könnt es im Endeffekt überprüfen. Habe ich halt bei mir einfach weiß. Ne? Viele nutzen da auch rosa oder blau oder sowas. Hat jetzt aber nichts direkt mit dem Interface zu tun. Dann kommen wir im Endeffekt auf die Oberfläche. Ich persönlich habe immer am liebsten User-ID bevorzugen an. Framerate, Latenzen, Framerate, Latenz positionieren bzw. Position fixieren habe ich auch immer an. Und Namen anzeigen, auch immer so ein Thema, damit man sich halt einfach nochmal ein bisschen besser, damit man ein bisschen besseren Überblick hat, wer so um einen rumsteht. Ja? Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigen Thema, und zwar unter Kampf. Ja? Unter Kampf ist es so, dass ich bei Aktionsleiste einblenden gedrückt habe, Attributsleisten immer anzeigen, Ressourcen anzeigen, Zahlen und Prozent, Tipps im Kampf ausblenden und ultimative Kraft den Wert ein, damit ich im Endeffekt auch immer sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich brauche 250 für meine Deso-Uldi, ich habe aktuell 36, dann kann ich das immer schon so ein bisschen timen. Ja? Das noch zu den generellen Einstellungen, dann habt ihr schon mal hier unten, so wie ich das jetzt hier auch gerade habe, alles direkt drinstehen.
Kommen wir aber mal direkt zum ersten Add-on jetzt. Und zwar ist das Add-on Bandits User Interface. Wie der Name schon sagt, geht es hier im Endeffekt um ein Benutzerinterface in Elder Scrolls Online. Das ist zum Beispiel meine Lebensleiste, ja, Stamina-Leiste, Magiker-Leiste. Hier an der Seite habe ich im Endeffekt auch noch verschiedene Möglichkeiten, mir Dinge anzeigen zu lassen, was zum Beispiel sehr, sehr hilfreich ist für den einen oder anderen Raider von euch. Ja, sieht man zum Beispiel hier, okay, welche Raids habe ich die Woche schon gelaufen? Habt ihr dann hier drüben in der Leiste drin. Ihr habt im Bandits User Interface auch noch diese die Minimap im Endeffekt hier oben, die ziemlich gut und ziemlich ordentlich aussieht. Und einer der großen Vorteile meiner Meinung nach von Bandits User Interface ist einfach, dass es vieles abdeckt. Ja, wir können jetzt zum Beispiel mal in die Einstellungen schauen. Ihr könnt hier zum Beispiel eure Fenster verschieben und euer Interface im Endeffekt anlegen, wie ihr wollt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand seid, der die Map lieber auf der linken Seite hat, dann zieht ihr das einfach hier rüber, geht auf Abbrechen und dann habt ihr eure Map auf der anderen Seite. Ist sehr, sehr einfach. Ich benutze die jetzt seit, ja, Anfang 2020, seitdem ich auch auf dem PC umgestiegen bin in Elder Scrolls Online. Ich habe vorher 2 Jahre auf der Xbox gespielt. Und genau. Dann habt ihr hier auf jeden Fall viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die Buffs entstellen, ihr könnt Minimap-Sachen anzeigen lassen, ihr könnt die Farben ändern. Ihr habt automatisch auch schon in zum Beispiel Raids oder Verließen Anzeigen drin, die euch zum Beispiel sagen, ja, jetzt ist zum Beispiel nicht schlecht zu blocken oder zu Dodge-Rollen oder sowas. Kann natürlich jetzt nicht mit so einem Add-on wie zum Beispiel Raid Notifier mithalten. Aber für den Anfang macht es einfach vieles. Es geht nicht zu krass auf die Performance und es ist ein sehr schönes User-Interface, was ihr euch individuell einstellen könnt. Das ist mein Add-on Nummer 1. Kommen wir zum Add-on Nummer 2. Das nennt sich Beam Me Up. Beam Me Up ist eins meiner tatsächlich meistgenutzten Add-ons überhaupt. Ist relativ einfach. Ihr habt hier, wenn ihr auf die Map geht, auf der linken Seite ein Fenster. Und dieses Fenster schaut immer, in welchen Gilden ihr seid und welche Spieler in welchem Gebiet sind, ohne dass ihr das händisch machen müsst. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel hier in meine Community-Gilde AK Segen gehen. Ich sehe jetzt hier, okay, schauen wir mal, Crazy Joe ist zum Beispiel in Wadenfell. Ja? Dann könnte ich jetzt hier rechtsklick gehen, Spieler reisen und könnte kostenlos zum Kollegen reisen, beziehungsweise wenn ich nach Wadenfell will, bevor ich für die Reise generell Wadenfell auswähle und dafür dann im Endeffekt 146 Gold zahle. Ja? Das ist ja gar nicht das Schlimmste, wenn ihr nochmal direkt reisen wollt, nachdem ihr schon mal Gold gezahlt habt, kostet das ja, geht es ja glaube ich bei 1000 los oder sowas. Also ist relativ teuer. Beam Me Up macht es für euch. Das heißt praktisch, ihr geht jetzt hier in Wadenfell. Okay, dann sieht Beam Me Up, jawollo. Ja, Crazy Joe ist gerade in Wadenfell, alles klar. Können wir hier drauf drücken und wir reisen automatisch los. Ja, seht ihr hier? Brech's jetzt einfach ab. Ja. Und das macht die ganze Sache natürlich sehr, sehr angenehm. Ein weiterer Vorteil ist, angenommen, ihr seid jetzt in dem Gebiet, ihr habt einen neuen Charakter erstellt. Ihr seid in dem Gebiet. Ihr wisst ja selber, wie es ist, beim 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Char spielt man jetzt wahrscheinlich nicht mehr jedes Mal mit jedem Char komplett die Kampagne durch, beziehungsweise die ganzen Quests durch, die es in ESO gibt. Gehen wir im Endeffekt einfach hier, wenn wir die Wegschreine haben wollen, auf Wegschreine synchronisieren. Dann guckt er praktisch, okay, was hat derjenige, bei dem ihr gerade in dem Gebiet seid, oder was haben die Leute für Wegschreine und synchronisiert automatisch eure Wegschreine, dass ihr im Endeffekt die Wegschreine habt, die, die anderen Personen auch haben. Sehr, sehr angenehm. Ja, ihr wisst selber, wie es ist, wenn man am Anfang wenig Wegschreine hat. Also egal, ob man jetzt neu in ESO ist oder ob man schon länger in ESO ist, weil man einen zweiten oder einen dritten hat, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. So, Freunde, kommen wir zum Add-on Nummer 3 und zwar nennt sich das Action Duration Reminder. Action Duration Reminder ist meines Erachtens nach das beste Add-on, um zu überprüfen, welche Skills auf der jeweils anderen Leiste auslaufen. Geht darum, ab Level 15 schaltet ihr eine Zweitwaffe frei und habt dann Zugriff auf 2 Leisten. Ich bin jetzt zum Beispiel aktuell auf der Frontbar, jetzt aktuell auf der Backbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Backbar die Blockade lege, will ich natürlich wissen, wenn ich auf der Frontbar bin, wann die wieder ausläuft. Action Duration Reminder ist da halt ziemlich nice, weil es zeigt es an. So, und wenn es jetzt ausläuft, weiß ich erstens mal, klar, ich muss es nachcasten. Was finde ich noch viel schöner ist, es schaut ziemlich clean aus, wenn ihr einfach nur so rumrennt und ihr habt nicht so viele, sage ich mal, Skills unten stehen, während ihr jetzt irgendwie zockt oder sowas. Also ich mag es generell relativ aufgeräumt bei mir im User-Interface, wie man sieht. Also von daher, das ist im Endeffekt ein Addon, was ich wirklich
jeden empfehle, der überhaupt Elder Scrolls Online spielt. Kurz zu den Einstellungen. Ja? Kurz zu den Einstellungen. Ich habe da, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Das Addon ist an sich schon sehr, sehr gut eingestellt. Ich gehe es aber trotzdem nochmal durch, weil ich bin mir nicht mehr sicher, was ich da geändert habe oder wie das aussieht. Ah ja, da haben wir schon Action Ration Reminder. Also was ich natürlich habe, sind Account-Weite-Einstellungen, dass ich diese Einstellung generell auf allen Chars habe. Könnt ihr hier einen Hacken reinmachen auf einen, dann müsst ihr das nicht jedes Mal einstellen. Und ich scroll es einfach langsam nach unten durch, könnt ihr es ja dann mit eurem selber überprüfen, was ich hier alles eingestellt habe, dass das im Endeffekt so ist, wie es bei mir ist, aufgeräumt, ne? Wenn es ausläuft, läuft es aus und gut ist die Geschichte. Ich glaube, ich habe da ein bisschen was verstellt, aber kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, wie es jetzt am Anfang ist, wenn man es das erste Mal installiert. Genau, das sind meine Einstellungen vom Action Duration Reminder. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Add-on. Und was die Skills und den Leistenwechsel angeht, meiner Meinung nach, ich habe schon einige ausprobiert, das Beste. Add-on Nummer 4 wird auch sehr, sehr oft bei mir im Stream gefragt, und zwar ist das Hodor Reflexes. Wenn ihr zum Beispiel an der rechten Seite seht, Gesamtschaden DPS, ist immer ganz gut, wenn man DD ist, dass man sich im Endeffekt erstens mal natürlich auch mit der Gruppe vergleichen kann, sieht, wie man sich vielleicht auch entwickelt in Raids und generell vom Schaden her und so weiter. Ich zeige euch das jetzt einfach mal ganz kurz anhand von einem Beispiel, wenn ich jetzt hier auf den Kaguti drauf haue. So, jetzt sehe ich zum Beispiel an der rechten Seite, ich habe diesem Kaguti gerade 0,6k Single-Target-Schaden gemacht und 0k Multi-Target-Schaden. Ja, das in der Klammer ist der Multi-Target-Schaden, das links ist der Single-Target-Schaden. Und da könnt ihr euch halt im Endeffekt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Verlies oder in einem Dungeon seid, könnt ihr euch sehr, sehr gut ja halt auch mit den anderen Teilnehmern ja, vergleichen. Ganz, ganz wichtig ist unter Einstellungen bzw. Erweiterungen haben wir hier Hodor Reflexes. Und bei Hodor Reflexes ist es einfach nur ganz wichtig, dass ihr die Einstellung so vornehmt wie bei mir hier, dass ihr euren Schaden zeigt und dass ihr euren DPS teilt. Ihr könnt euch auch als Tank oder zum Beispiel als Nekromanten ja, euren Koloss teilen mit anderen Raid- oder Dungeon-Teilnehmern oder Verlies-Teilnehmern oder im Endeffekt, ja genau, hier halt im Endeffekt das Kriegshorn. Brauche ich jetzt beides nicht, weil ich die D bin und... So habt ihr im Endeffekt, jeder, der Hodor Reflexes nutzt, seht ihr dann in der rechten Seite aufgelistet. Und dann ist es auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte, um natürlich auch DPS-technisch voranzukommen. Hier kommen wir zum fünften Add-on, und zwar geht es um den Handel in Elder Scrolls Online. Ähnlich wie im echten Leben, Angebot und Nachfrage ist hier natürlich ganz entscheidend. Um bei den Preisen einen Überblick zu behalten, empfehle ich euch wärmstens das Tamriel Trade Center. Tamriel Trade Center ist ein Add-on, könnt ihr euch auch wieder ganz normal über Minion runterladen. Der ein oder andere kennt es eventuell aus dem Web, und zwar könnt ihr das Tamriel Trade Center auch einfach im Internet nutzen. Geht ihr einfach hier auf, wenn ihr jetzt auf dem EU-Server unterwegs seid, wovon ich ausgehe, EU-Server, PC, und gebt zum Beispiel einfach irgendwas ein, was ihr kaufen wollt. Ja? Zum Beispiel Treuwachs, könnte man jetzt theoretisch auch hier unten links draufdrücken. Ich gebe es jetzt einfach trotzdem mal ein. Geht dann hier auf die Suche, dann könnt ihr hier noch Preis sortieren und seht, ja, wo gibt es aktuell die günstigsten Angebote. Wichtig ist beim Tamriel Trade Center, das ist nicht immer aktuell. Ja. Wenn es hier zum Beispiel steht vor einer Stunde, kann es sein, dass es noch nicht aktualisiert wurde, weil das Addon daran aufbaut, dass jeder sozusagen, der auch dieses Tamriel Trade Center an sich nutzt, auch immer das Nebenprogramm offen hat. Und wie das funktioniert, beziehungsweise dass das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wichtig ist, ihr ladet euch dann einfach Tamriel Trade Center runter und ihr habt dann zusätzlich, dafür minimiere ich mal ganz kurz mein ESO, wenn ihr euch das Addon runterladet, in dem Ordner, wo ihr euch das Addon runtergeladen habt, so ein extra Programm drin. Dieses könnt ihr dann natürlich einfach mit Doppelklick starten, und das tut ihr am besten, entweder wenn ihr natürlich ganz fleißig seid, das Ganze jeden Tag, dann habt ihr immer die aktuellen Preise drauf, weil der synchronisiert im Hintergrund mit der Website die Preise, oder ihr macht so wie ich, ja, ich bin jetzt nicht so der Ultra-Händler in ESO, ich verkaufe meistens eigentlich nur meine Handwerksstile, die ich überhaupt bzw. doppelt habe. Macht es halt einfach, wenn ihr verkauft. Ne? Ich verkaufe meistens so einmal die Woche und dann starte ich einfach immer das Programm, dass ich dann zu dem Zeitpunkt, wo ich verkaufe, die aktuellen Preise habe.
Somit ist das Ganze jetzt getan. Und jetzt könnt ihr im Endeffekt loslegen und habt dann auch schon immer zu den Items die richtigen Preise. Ihr seht es zum Beispiel jetzt im Inventar, ne, wenn man jetzt zum Beispiel hier drauf geht, alles klar, ne, ich habe jetzt hier eine Runenkiste, Fackeln des Feuerspuckers, TTC-Vorschlag 239 bis 299. Ja. Ist jetzt nur mal ein Beispiel. Ja. Opal-Stil-Seiten, noch aus dem letzten unerschrockenen Event, ne, gehen so über um die 20.000 Gold über die Ladentheke bei den Gildenhändlern. Und zeige ich das jetzt einfach ganz kurz hier auch anhand des Beispiels jetzt von der Community-Gilde Acker Segen. Ich will jetzt zum Beispiel einfach Handwerksstile verkaufen. Ja? Jetzt ist es natürlich immer schwierig, weil wenn man den Preis nicht kennt, dann verdut man sich, setzt vielleicht was zu teuer rein, dann kauft es keiner, setzt zu günstig rein, dann macht man Verlust. Und so mit dem Tamriel Trade Center habt ihr es sehr, sehr angenehm. Ihr geht im Endeffekt dann einfach hier drauf, seht jetzt, okay, ich habe jetzt hier Handwerksstil 63, Schwerter der Dremora. Die werden verkauft im Schnitt zwischen 815 und 1018. Dann kann man sagen, alles klar, ne, mach einen guten Preis, mittig. Ja, ich gehe meistens immer so mittig, dann geht's gut weg. Hat ein gutes Gefühl, der Käufer hat ein gutes Gefühl, alle sind glücklich. Ja, und schreibt das Ganze aus. Und so geht man das Ganze durch. Ja. Hier habe ich jetzt zum Beispiel 24 bis 30. Ja, da mache ich jetzt zum Beispiel 28.000. Und dann geht es mit dem Verkaufen auch relativ flux und man ist sich einfach immer sicher, jawohl, ich habe die richtigen Preise und ich bin da gut aufgestellt. Ja? 21.000. Muss hier sowieso verkaufen, dann mache ich das jetzt noch kurz hier mit euch. Stäbe aus Sonnenspitz, dann machen wir hier 4.000. So, dann haben wir hier Handschuhe aus Sonnenspitz, dann machen wir 2.000. So, und Äxte des Jägers, dann machen wir 6.000. So, Freunde. Ja, und so einfach geht es dann im Endeffekt. Geht natürlich nicht nur mit Handwerksstilen, sondern mit allen Geschichten, die ihr verkaufen könnt. Wie gesagt, ich persönlich verkaufe halt einfach nur Handwerksstile. Den Rest verwerte ich irgendwie selber oder verlose bei mir in den Streams oder sowas. Kommt immer ein bisschen drauf an. Und das zu meinem fünften Lieblings-Addon, Tamriel Trade Center. Das macht wirklich das Leben in ESO rund um den Handel viel, viel einfacher, weil es natürlich auch ein lebender Markt ist. Im Endeffekt Angebot und Nachfrage, habe ich ja vorhin schon gesagt. Die Preise sind jede Woche unterschiedlich und ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Denkt dran, dass ihr immer dieses Zusatzprogramm öffnet. Wie gesagt, findet ihr dann unter C wiederum, beziehungsweise Dokumente, Elder Scrolls Online Live Server, dann auf Tamriel Trade Center draufgehen und dann seht ihr da dieses grüne Symbol. Macht euch einfach eine Verknüpfung auf dem Desktop. So mache ich das, da muss ich das halt jedes Mal da raussuchen und gut ist die Geschichte. So Freunde, das waren meine 5 Add-ons, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann, meine 5 Lieblings-Add-ons. Falls euch das Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich werde zukünftig jetzt immer wieder mal Elder Scrolls Online Videos hochladen. Ich weiß noch nicht genau, wo die Reise bei mir hingeht auf YouTube, aber natürlich ist mein Hauptgame im Endeffekt Elder Scrolls Online. Ich bin ja auch im offiziellen ESO Stream Team, stream Elder Scrolls Online schon seit über einem Jahr jetzt mittlerweile. 4 bis 5 Mal die Woche auf Twitch. Also von daher, wird es bestimmt auch immer wieder mal das ein oder andere Elder Scrolls Online Video geben. Wunderbar. Dann, was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall mal sehr, sehr gerne auf Twitch vorbei. Ich streame 5 Tage aktuell die Woche. Schaut da gerne mal live vorbei. Sagt Hallo und würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Boah, Markart bei Nacht ist ja noch geiler. Ach, krass. Oh Gott. Das schneid mal raus. Ja, Digga, ich wurde sogar vom Discord gekickt. Jetzt geht's aber los. Entschuldigung. Oh Gott, ich fühle hier nichts mehr.